Breeders Crown Meeting 2024. Samstag und Sonntag auf der Trabrennbahn Mariendorf. Adrenalin pur mit spektakulären Rennen und einem kostenlosen Kinderprogramm. Genießen Sie ein exquisites Buffet im Panorama-Restaurant und feuern Sie Ihren Favoriten an. Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr auf der Trabrennbahn Mariendorf. Infos und Tickets auf rennbahn-berlin.de. Eintritt frei bis 18 Jahre. Herzlich willkommen zum Winner Circle am Freitagabend. Sie sehen es, es ist 19 Uhr und ich habe einen Studiogast, und zwar Robin Bott, den Silberhelm. Herzlich willkommen, lieber Robin. Hallo, hallo. Schön, dass du dir 2 Stunden Zeit genommen hast. Wir werden also die 1. Stunde über den Samstag reden, die 2. Stunde über den Sonntag. Dazwischen machen wir 1/2 Stunde Werbung. Also du bist so circa 21 Uhr bist du dann wieder entlassen. Du guckst ein bisschen schockiert und die Zuschauer zu Hause vielleicht auch. Keine Sorge, wir machen einen Quickie. Wir gehen die beiden Rennen durch, wo Robin Starter hat. Wir haben noch ein Interview von Dennis Spangenberg zu den Chancen von Deutsche Vita Seniorita, was wir Ihnen einspielen. Also somit machen wir es kurz und knapp für dieses tolle Breeders Crown Wochenende. Lieber Robin, wir hatten bei dem Sieg von Waldgeist schon gesprochen. Breeders Crown ist immer ein schönes Event, wo man sich freut als Aktiver natürlich, wenn man die ganze Jahr die Pferde vorbereitet, dann ist natürlich Breeders Crown so die letzte Station, oder? Ja, ja, genau. Das ist natürlich meistens das letzte Highlight. Danach kommt noch Halali natürlich, aber eigentlich, ja, wo du mit so einer Masse Pferde antrittst, ist das eigentlich das letzte Hauptereignis. Ja, eine gute Logistik, ein gutes Team muss dahinter stehen, um die ganzen Pferde natürlich anzuspannen, um sie zu transportieren. Ihr habt gleich im ersten habt ihr Arionas BE mit Tom am Start, ein Pferd, was auch immer sein Bestes gibt, momentan schon lange nicht mehr gewonnen. Irgendwann wird er bestimmt wieder gewinnen, oder? Ja, ich glaube, der Trainer sieht gut aus, um das zu gewinnen. Was muss Tom richtig machen? Trabfahren und ja, einsetzen auf die letzte 800 Meter, dann glaube ich, dann kann er sehr weit kommen. Ja. Und also er ist nicht der Startschnellste? Ja. Nee, und er braucht auch nicht, er ist eher die letzten Kilometer stark und letzte Rennen hat er mir sehr gut gefallen, jetzt hat er 2 Rennen im Bauch. Ich glaube, der wird antreten in Topform, das, ja, ich glaube, wenn er seine 14-4 da bestätigt vom letzten Mal, dann glaube ich, dann ist er der Sieger. Oh, also mitnehmen in der V4-Wette, liebe Zuschauer, die startet ja mit dem ersten Rennen. Garantieauszahlung hier 4.444 Euro. Im dritten Rennen kommt meine Bank und es ist nicht Robin. Ich habe so richtig Bock auf Orkan Bo. Denke, der wird schwer zu schlagen sein. Siehst du das ähnlich oder sagst du, ich habe sogar eine Siegchance mit Walk of Fame Diamant? Ja gut, Walk of Fame ist gut drauf und der ist ein Tick schlechter rechts rum, links rum, aber letzter Start hat mir gut gefallen und natürlich ist Orkan Bo gut drauf und wird schwierig zu schlagen sein, aber ja, wir versuchen es. Ja, T-Tox ist leider nicht mit dabei, die Startnummer 8 ist also nicht Starter, die 10 Arcano BE aus der zweiten Reihe, auch ein kleiner, der immer sein Bestes gibt, ne? Genau, gibt immer sein Bestes, hat natürlich etwas länger nicht gelaufen, aber hat gut trainiert. Ich sag mal, wenn er eine gute Platzierung reinläuft, dann sind wir sehr zufrieden. Ein Pferd, was du immer gefahren bist, Lozano, auch wieder auf Topform, muss man sagen. Letztes Mal Dritter hinter Liberto und Mercedes da. Mercedes da ja momentan kaum zu schlagen, egal in welchem Metier. Wie siehst du die Chancen für Erwin Botz Lozano? Ja gut, Lozano war ja letztes Mal gut in Wolfgang, ein bisschen letzte 2 Starts, einmal Galopp aus dem Band und ja, letzter Start fuhr ich außen rum und hatte die letzten 200-300 Meter nicht mehr zugesetzt, aber ich glaube, wenn er dann startet, ist die Form gut und die Starts davor waren bärenstark, ja, ich glaube schon, dass der hier auch ein Wörtchen mitredet. Also für die ersten 3 Platzierten. Auf jeden Fall. Okay, und dann sind wir im 4. Rennen. Breeders Crown für 5- bis 7-jährige Stuten. Du steuerst My Girl, ein Pferd, was ihr fast immer selber fahrt, entweder Katrin oder du. Ich glaube, dass du hier eine Siegchance hast. Ja, gut. glaube ich auch. Glaub ja. Ich auch.
Aber der Rennverlauf, das ist nicht bei ihr, dass ich sage, ich fahre in Front und fahre das Ding nach Hause. Sie braucht schon einen Renner, was ein bisschen passt. Und wenn es dann passt, dann kann sie auch eine Menge laufen. Aber wenn ich hier auf die letzte 500-600 Meter einsetzen kann und ich bin ein bisschen dabei, dann kann sie ganz gefährlich sein. Ich meine, Alessandro Gocciadoro, das sieht ja fast danach aus, als ob Nesaya die Spitze nimmt. Ja gut, wenn die Spitze kriegt und dann ist sie bärenstark. Ich habe sie selber auch einmal gefahren. Mhm. Ja, dann ist sie stark, aber in Berlin hat sie noch nicht die beste Rennen gelaufen. Ja. Aber gut, Alessandro dahinter, das, ja, der wird voll fahren und ja, dann wird sie schwierig zu schlagen sein, aber ja, gut, ich glaube, wenn wir in der Nähe sind, können wir die schwierig machen. Okay, nicht unmöglich. Dann fünftes Rennen, gleichzeitig Start der V7 Plus Wette, für mich eine ganz offene Prüfung mit vielen Möglichkeiten. Du steuerst Maxwell, der überraschend gut ging, muss ich sagen. Du hast den Seriensieger Intinori krass geärgert. Und dann musste man sehen, auf den letzten Metern musstest du leider bei deinem Pferd bleiben und dann hat es trotzdem nicht gereicht. Richtig analysiert? Ja, wir waren Kopf-Kopf und Victor muss auch im Moment bei seinem Pferd bleiben. Und ja, leider haben sie ihn dann rausgehangen, aber ja, gut, das muss man so hinnehmen. Trotzdem war der Pferd bärenstark, vom Kopf her, er wollte laufen, war jetzt wieder eine Kleinigkeit verändert. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn er die Leistung anknüpft, dann, ja, dann tut er mit hier, unsere erste drei zu sein. Okay, Gegner sind natürlich auch aus dem eigenen Quartier mit der gleichen Besitzergemeinschaft, Brocker, Karin Walter-Mommert, und zwar Lancaster, der jetzt zweimal stark gewonnen hat in Gelsenkirchen. Startplatz 8, ist schon ein Nachteil, oder? Ja, ich hätte lieber natürlich gehabt, dass Lancaster die 2 oder 3 gehabt hätte. Das ist ganz klar. Und, aber er ist völlig schnell vom Start. Und ich glaube, um hinter ihm zu liegen, liegt man nicht so falsch. Und ja, der hat ein hohes Tempo. Und ich glaube, jeder will hinter ihm liegen, glaube ich. Ja. Also ich glaube auch, dass Michael losfährt, weil die Gegner wollen nicht losfahren oder können nicht. Global Commission kann ja gar nicht anfangen. Better Be Royal habe ich gelesen, dass Seppi auch defensiv fahren möchte. Also von daher muss er mit der 8 nach vorne kommen und dann gucken. Und du bist dann irgendwann, vielleicht bist du dahinter, oder? Weil Maxwell kann ja auch gut anfangen, oder? Ja gut, er kann gut eintreten, aber mit der Nummer 1 muss man immer mal gucken, ja, wie man sie wegkriegt natürlich, aber wenn ich die Lage dahinter habe, das wäre ein Traum. Würdest du dich mitnehmen in der V7? Ja. Gut, ganz eindeutig. So, dann sind wir im sechsten Rennen und einen lupenreinen Hedlick hat Felten Rieslinke gemacht mit Chris Pelander. Zuletzt in Hamburg-Bahnfeld, da hat er die Spitze gehabt und konnte das Tempo drosseln und dann zum Schluss wieder beschleunigen. Da hatte er aber Startplatz 3. Mit Startplatz 8 wird es ein bisschen schwieriger für ihn. Das ist jetzt kein Elfmeter. Nee, aber ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt von Felten Riesling. Der macht alles, was man will, das ist zu fahren wie ein Auto. Und ja, ich glaube, auch mit Startnummer 8, ich glaube, der muss auch nicht unbedingt in Front sein. Ich glaube, der aus der Deckung raus wird er auch gut funktionieren. Aber ich glaube schon, dass er im Moment losfährt. Und dann, ja, glaube ich, dass der in gute Lage kriegt und dann doch unter die ersten drei sein muss. Gut. Siebtes Rennen. Riet Haseler reist an mit Daniel Wellestin, der zum ersten Mal in Deutschland, zum ersten Mal also auch in Berlin-Mariendorf. Der wird mit dieser Fuchsschimmelstute wahrscheinlich schwer zu schlagen sein, oder? Ja, das glaube ich auch. Qua Cluster steht das Pferd natürlich hier weit drüber raus. Die hat andere Gegner gesehen. Aber doch, ja, das muss erstmal funktionieren. Die hat eine lange Reise und sagen die nie. Aber ich glaube schon, dass sie der Sieger ist und der Rest dahinter ist ziemlich offen, finde ich. Ich glaube, wie der beste Lager kriegt, glaube ich, der wird 2-3. Der Murat wird bestimmt zugucken und zuhören. Was können wir ihm mitgeben? Wenn er mich fragen würde, er hat mich noch nicht gefragt, ich hätte ihm gesagt, verdammt schweres Rennen.
Wenn er Glück hat, 3, 4, 5. Weil ich finde Startplatz 1 für Romanze jetzt nicht optimal. Nee, ist nicht optimal. Aber ich glaube, wenn du ihr auf dem richtigen Fuß erwischt, kann sie richtig gut eintreten. Okay. Und wenn sie mal die Lage dahinter hat, dann bin ich mal gespannt. Natürlich, diese Kategorie Pferde natürlich hat sie noch nicht so getroffen wie diese hier. Und, aber ich traue ihr zu, dann, wie du schon sagtest, unter die ersten fünf zu sein. Der Sieg dann ausgeschlossen wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, wenn das alles ein bisschen passt, dass sie unter die ersten fünf landen kann. Gut, perfekt. Achtes Rennen, ein Pferd, was aus eurem Quartier momentan auch für Furore sorgt, ist Yes Please. Ich sehe immer noch diese Fotos. Ich weiß gar nicht, ob du die Fotos gesehen hast von Bruno Kassierer-Rennen, wie du gelacht hast kurz vor der Linie. Warum hast du so, so wie du jetzt gelacht hast, fährst du durchs Ziel? Warst du so überrascht oder warum hast du in dem Augenblick so gelacht? Na, überrascht eigentlich nicht. Gut, dass ich noch hinkomme, nicht, ja. Aber das Pferd macht eine Menge Spaß. Sie hat einen sehr guten Kopf. Wenn sie nicht all die Probleme hätte, dann hätte sie vielleicht noch einen Tick besser gewesen. Aber das haben wir eigentlich gut im Griff im Moment. Aber sie ist wirklich ein tolles Tute und gibt alles. Und ja, ich habe mich einfach gefreut vor das Pferd, dass die so eine gute Leistung gebracht hat und doch noch zum Sieg gereicht hat. Das macht wirklich Spaß mit ihr. Danach hätte ich gedacht, hätte sie sich schwerer gehabt, weil sie hat ja Geld aufgenommen, andere Klasse auf einmal, schlechter Startplatz in Hamburg und trotzdem hat sie gewonnen. Da hat sie mir imponiert. Ja, da hat sie wieder gut gelaufen, wieder eine lange Startpause dann dazwischen gehabt. Aber doch, ich glaube, sie wird jeden Start besser und ich glaube, sie wird jetzt auch wieder eine richtig gute Leistung bringen. Schade ist zweite Reihe. Aber gut, sie hat die 8. Oh ja, 8, sorry, ja. Habe ich mich vertan. Die 8, ja gut. Aber, auch nicht gut. Aber ich hätte lieber eine andere Nummer gehabt, ja. Dass sie sofort dann ja, an der einen Kante ist. Aber ich glaube auch, wenn sie gut dabei liegt, dass sie auch die erste 3 sein kann. Sevilla Ass fehlt so immer der letzte Biss auf den letzten 50 Metern. Was traust du ihr zu heute? Gut, da haben wir ein bisschen das Training angepasst. Tom musste sich ein bisschen mit ihr einfahren. Und, ich glaube schon, wenn sie an die Leistungen von 4. Achtern, da ging sie in 12.6. Gut, das war mitgelaufene Zeit. Aber trotzdem glaube ich, ist sie gut untergekommen in der Rennen. Da glaube ich auch, dass sie eine gute Lage kriegt, sie ist höllisch schnell vom Start. Ich glaube schon, dass sie auch unter den ersten 3 sein kann. Okay, auch hier ist man optimistisch. Nichtstarter in diesem Rennen steht jetzt schon fest, die 9 Jackie Haseler wird wahrscheinlich nicht laufen. Dann sind wir im 9. Rennen und hier haben wir die Bank Nummer 2. Yahoo Diamant, keine große Überraschung. Ich denke, der hätte auch das Zeug dazu, in Hauptlauf zu gehen. Aber ich vermute mal, dadurch, dass er vor einer Woche gestartet ist in Wien, hat man sich jetzt für die Entlastung entschieden. Ja, klar. Das musste man natürlich so machen. Und Hauptlauf sind natürlich auch sehr gute Pferde. Und er ist ein Tick schlechter rechtsrum wie linksrum. Mhm. Darum hat man sich entschieden vor der Entlastung. Aber trotzdem Sieganwärter. Auf jeden Fall. Du steuerst der letzte Renner gesehen hat, kann ich schwierig was anderes sagen. So ist es. Obwohl du ja auch dabei bist mit einem Pferd, was über sich hinauswächst momentan. 2-mal Django Hill geschlagen, Waldgeist, letztes Mal 1:11.5, starke Leistung aus dem Windschatten von Honeybear heraus. Ich denke, dass du am Start ein bisschen mitfahren wirst. Schwierig das Rennen, oder? Mit Pergamon, Alessandro Gocciadoro, da heißt es ja auch, dass der nach vorne will. Wie kann sich die Startphase entwickeln? Ja, auf jeden Fall schnell. Ja, du fährst mit, oder? Auf jeden Fall, der fängt sehr gut an. Ja. Und letztes Mal habe ich die Spitze übergeben. Aber gut, meine Devise ist jetzt erstmal in Front bleiben und versuchen erstmal mitzufahren. Gut, ich glaube, er ist stark genug davor und er ist vielleicht auch noch ein Tick besser
in Front und ja, das hoffe ich, dass wir das machen können. Was heißt Nein auf Italienisch? Keine no, Ahnung. No, no. Keine Ahnung, aber ich glaube, ja, da muss man sehen. Ich glaube, wenn wir schnell genug sind, dann ja, wird man das schon merken, dass ich am Front bleibe. Sehr gut. 10. Rennen, ein absolutes Hauptereignis mit dem erneuten Duell zwischen Toto Barrosso und Jimmy Ferro BR. Ihr habt am Start Django Hill. Ja, zweiter hinter Waldgeist, zweimal, hatten wir ja gesagt. Den einen Start in Hamburg aber mit Eisen. Jetzt ohne Eisen, das heißt, er ist nochmal ein bisschen stärker. Und letztes Mal natürlich gehandicapt durch Startplatz 5. Kann man das so sehen, wenn der einen anderen Startplatz hätte, wäre auch ein anderes Ergebnis möglich gewesen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Django hat davor lange nicht gelaufen und haben ihn nicht so ja, hart trainiert, haben ihn immer ruhig aufgebaut. Und ja, ich glaube, jetzt mit zwei Rennen im Bauch und Training wird angezogen, glaube ich, dass er zu 100% jetzt am Start kommt. Und ja, ich traue ihm viel zu, der hat viel Laufvermögen und ich glaube, wenn er ein gutes Rennen kriegt, dann ist auch was möglich, aber er muss ein schönes Rennen bekommen. Ja, ich denke mal, auch hier wird wahrscheinlich klar sein, dass Jimmy Ferro BR mit Alessandro Gocciadoro die Führung anstrebt. Dahinter könnte Why Not Diamant zu liegen kommen. Toto Barrosso geht gerne außen rum, das hat er letztes Mal auch bewiesen. Wie siehst du die Chancen von Key to the Hill ein? Ein Pferd, was hier in Berlin auch seine besten Rennen geht eigentlich. Im Wolwega zuletzt, glaube ich, ist er eingeknickt auf der Gegenseite. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, ja gut, da muss er Formumkehr kriegen. Aber ich finde es schon sehr schöner. Breeders' Crown, gute Pferde, ja. Days of Thunder, Jimmy Ferro, Toto Barrosso. Das sind alles natürlich Why Not. Das sind natürlich sehr gute Pferde. Ich glaube, ja, da muss er schon einen Formumschwung kriegen, um hier zu gewinnen. Das denke ich auch. Days of Thunder wird nach dem dritten Start, nach der Pause auch besser gehen. Jetzt ohne Eisen zum ersten Mal wieder seit der Breeders' Crown im letzten Jahr. Und natürlich, er geht rechtsrum auch deutlich besser als linksrum. Für Tywin Hill, denke ich, wird schwer. Reginald Wright wird sehr schwer. Dann eher noch für Zaire Heldia aus Norwegen anreisend. Also da sind wahrscheinlich auch die Erwartungen groß. Schönes Rennen, kommt ein bisschen auf den Rennverlauf drauf an. Letztes Rennen am Samstag, da seid ihr nicht mit dabei und somit konzentrieren wir uns auf den Sonntag. Da ist ja ein Jackpot in Höhe von 12.000 Euro, liebe Zuschauer, in der V7 Plus Wette und somit eine Garantieauszahlung in Höhe von 35.000 Euro. Wir wollten uns nochmal an der Stelle bedanken für die 1.000 Zuschauer, die uns letzte Woche zugeschaut haben. Ich weiß nicht, ob es an Ronja weiter liegt, wir werden es sehen. Robin und ich geben uns auf jeden Fall Mühe, auch diese 1.000 Zuschauer zu erreichen. Und wenn nicht, sagen wir, dass Katrin Nimschik nachher einfach nochmal mit ins Bild kommt und dann kriegen wir noch ein paar Klicks. Nimschik-Bot, um richtig zu sein. Das wollen wir nicht vergessen. Und wir können ein Gewinnspiel machen. Ich weiß gar nicht. Ja, wir machen ein Gewinnspiel. Liebe Patricia von der Toto-Zentrale in Mariendorf, du guckst auch zu. Wir verlosen einfach mal 3x10 Euro den Quick-Tipp für die V7 am Sonntag. Und wir überlegen uns jetzt eine Frage. Was wollen wir fragen? In welchem Jahr hat Robin Bott Katrin Nimczyk-Bott geheiratet? In welchem Jahr? Und wer das weiß, man kann bestimmt ein bisschen googeln. Da steht es irgendwo mit einem schönen Hochzeitsfoto. Und Robin muss mir da die Antwort nachher noch verraten und schreiben Sie eine E-Mail an post@tippeltom.de. post@tippeltom.de und wir verlosen am Freitagabend noch oder ja, oder Samstagvormittag verlosen wir 3x10 Euro Quicktipp für den Sonntag für die große V7 Plus Wette. So, und bei uns geht es los am zweiten Rennen, dem Füchse Berlin Rennen und da habt ihr Brownie Diamant und ich muss dir sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, das wird ein gutes Pferd. Ja, ist ein sehr gutes Pferd, hat sehr gutes Flechma und sehr viel Geschwindigkeit. Und ja, ich glaube, sie ist ein wirklich gutes Pferd. Und das Rennen sieht auch gut aus. Mhm. Ich meine, sie ist auch ein Siegesanwärter. Sehr gut. Also schön, dass da Optimismus hintersteckt. Du fährst Samba Samba S, muss ich sagen, hat mir auch nicht so schlecht gefallen in Hamburg, wo du Sherburn gefahren bist. Da kam Samba Samba, war drittes Pferd im Schlussbogen, machte da einen Fehler.
ich sag mal, von den Pferden aus dem Stall von Malaitzke, habe ich das Gefühl, dass du das beste Pferd fährst. Auf jeden Fall mit der meiste Geschwindigkeit. Sie hat viel Geschwindigkeit, aber sie hat nicht so den, den Ausdauer. Ich sag mal, die Meile wäre besser für ihr. Aber ich glaube trotzdem, dass sie so schnell ist von Start und kriegt eine gute Lage. Ich hoffe, dass es dann unterwegs nicht so schnell ist, dass sie vielleicht die Körner überbaut vor zum Schluss. Und dann ist möglich ein Platz unter der ersten vier. Nach den guten Resultaten, die du ja für den Stall Malaitzke schon eingeholt hast, du hast ein Rennen gewonnen, du warst einmal Zweiter in Hamburg. Bist du schon die erste Wahl? Also fragen sie dich als erstes, wen du fahren willst. Bist du schon so weit gekommen? Ah, ich hab öfter was Kontakt mit Patrick Malaitzke und ja. das klappt eigentlich gut im Moment. Und hoffentlich steigt die Form noch ein bisschen an. Gut. Drittes Rennen und hier habt ihr aus eurem Stall Gold Girl HB und ich muss wieder mich betonen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, besser kann eine Abstammung ja auch gar nicht sein. Das erste Produkt von Goldie Stardust, von Gugu Gaga. Ich glaube, da können wir uns drauf freuen, auch wenn natürlich hier auch Gegnerschaft dabei ist. Aber ich denke, ihr haltet auch große Stücke im Stall von Gold Girl. Ja, Gold Girl, merkst du an, Pferd hat viel Talent und ja, bringt eigentlich alles mit, was man ein Pferd haben muss und ja, ich glaube, sie ist imstande, um eine gute Zeit zu gehen in Berlin. Und ja, ich glaube schon, dass sie auch hier sofort auf Anhieb sehr gute Leistung bringt. Du steuerst Chairburn S, war in Hamburg stark. Ich glaube, das Quartier um Herrn Petrovic hat auch gesagt in Mariendorf einmal, dass das eines der besseren Pferde ist. Im Schlusspunkt dachte ich, du gewinnst. Auf der Zielgerade kam dir Dion zweimal so ein bisschen in die Spur. Und ich habe mich gewundert, dass keine Überprüfung kam, weil du den Schwung verloren hast in dem Augenblick. Aber vielleicht habe ich nur das gesehen. Also, und Dennis Kraum, der hat das auch gesehen. Ja, gut. Das Pferd lief nach außen, aber das war nicht gewollt von Dion. Okay. Und der lief sehr auf einer Leine. Klar kam er einmal, ein-, zweimal gegen meinen Wagen. Aber das Pferd ist auch weitergelaufen und ja, Sherburn hat das sehr gut gemacht. Ich glaube auch, sie ist sehr gut und ja, ich glaube, wenn sie ein Rennen kriegt, muss sie auch in dieses Rennen, glaube ich, auch unter die ersten vier zu finden sein. Und wenn ich, letztes Mal musste ich früh los und wenn ich das Speed ein bisschen auf die letzten 300 Meter einsetzen kann, dann traue ich hier vieles zu. Okay. Viertes Rennen, Fabulous Girl, hat zuletzt vielleicht ein bisschen enttäuscht. Hätte gedacht, dass die Dritter bleiben kann hinter Tarantino und Lingo d'Or. Habt ihr da noch was in der Anspannung verändert, damit es jetzt besser wird? In der Anspannung, in dem Sinne, vielleicht geht sie ja ohne Ohrenkappe. Entscheiden wir nach dem Heat, wenn sie ruhig ist. Wir haben wel was verändert an der Training. Ich glaube, sie wird verbessert gehen und ich traue ihr auch zu, hier unter die ersten drei zu sein. Okay, Favoriten siehst du wahrscheinlich ähnlich. Sind die 1 Wikileaks und die 4 Jive? Ja, ich sehe die 1 als einen von den Mitfavoriten, ja. Und ja, Jive, ja. Sehr gut. Du steuerst Cashflow S, mit dem du in Gelsenkirchen nochmal Dritter warst, hinter Fazza und Deluxe Edition. Eher 3-4 Chancen in dem Feld? Ja, ich muss sagen, sie hat mich gar nicht so schlecht gefallen. Sie hat zweite Reihe gehabt. Bin dann eigentlich durchgefahren, habe dann nicht erst die Lage gekriegt, lag dann viertes Pferd innen. Habe dann eine Runde vor Schluss, habe dann rausgenommen durch die Todesspur. Da waren die letzte 100 Meter die Beine ein bisschen schwer, aber ich glaube schon, sie wird auch wieder ein bisschen verbessert gehen. Aber ja, unter die ersten vier muss möglich sein. Okay, fünftes Rennen und hier hören wir erstmal in das Interview mit Dennis Spangenberg zu den Chancen von Deutsche Vita Senorita. Dennis, Deutsche Vita Senorita bist du letztens gefahren, die anderen Starts auch. Da war schon klar, dass du sie auch in der Breeders' Crown fahren wirst. Ich hatte sie dann angefangen zu fahren. Der erste Start in Karlsruhe, der war schon ganz okay. Nach der langen Pause und
danach den Start in Marienhof war sie am Anfang sehr gehfreudig, hat sich ein bisschen die Kraft und die Luft genommen. Und kam trotzdem eine gute 14er Zeit raus und war auch nicht weit geschlagen. Aber trotzdem wurde danach den Start noch was geändert. Da war sie wieder sehr gut zu handeln. Und da hatte sie nur ein kleines Problem, was vielleicht jetzt aber auch nicht negativ war. Sie hatte angefangen, hinterm Auto zu koten und ging da nicht so richtig los, wie sie sonst eigentlich losgehen kann. Aber dann hatten wir das Rennen von hinten und das hat sie sehr gut gemacht, auch gegen ältere, gute Pferde. Und das hat sie wirklich mit Bravour gemeistert. Breeders Crown natürlich das Zielrennen für Roman gewesen, hat ja nie draußen Hehl gemacht. Und sie ist jetzt natürlich unter ihren Altersgenossinnen. Wird sie jetzt noch einen Zacken schärfer sein? Ich glaube, die ganzen Rennen haben sie sowieso gefördert und sie wird jetzt, glaube ich, auch bei 100% sein. Natürlich schade, dass sie für gar nichts überhaupt irgendeine Nennung hatte, außer natürlich für die Breeders Crown. Deshalb hatte Roman das auch mit Schweden probiert. Da ging es aber auch wirklich nicht gut und deshalb ist sie wieder hier. Und ja, jetzt ist das Ziel Breeders Crown. Sie ist meiner Meinung nach sehr gut drauf. Ich glaube, sie kann noch ein gutes Ende 13er Zeit bestimmt laufen, wenn alles passt. Natürlich haben wir gute Gegner, aber verstecken müssen wir uns jetzt nicht. Wer sind die stärksten Gegner für dich, wenn du jetzt ins Programm guckst? Na, natürlich Lavita, Robin Bakker oder Ronja Bohm, Asian Hauber. Dann Erwin Bott hat eigentlich seine Pferde auch immer gut im Schuss und das sind, glaube ich, so die Hauptkonkurrenten. Super, Dennis, vielen Dank. Danke. Ja, das war Dennis. Dennis sagt natürlich, dass er hier eine gute Chance hat. 1-3, ein Pferd, was für diese Breeders Crown vorbereitet ist. Du steuerst Bumblebee S, ein Pferd, was schon oft gelaufen ist, muss man sagen. Für ein dreijähriges Pferd, hatte 10 Starts, knappe 20.000 Euro verdient. Also es war Geld zu verdienen, dreijährig definitiv. Jetzt ist die Form so ein bisschen nach unten kehrend. Was meinst du, wie die Chancen aussehen für Bumblebee? Ja, Bumblebee ist auch startschnell. Gegen diese Pferde natürlich, muss ich ehrlich sagen, muss sie wel ein bisschen verbessert gehen. Letztes Mal lief sie nur gegen Hengste. Mhm. Aber trotzdem hat er der letzte Punch, hat er ein bisschen, war nicht da. Ich hoffe, dass sie die letzte Frische vielleicht wieder hat. Ja. Und dann, die Geschwindigkeit ist da, aber sie muss frisch sein und den letzten Biss wiederholen. Aber ich glaube, das wird schwierig gegen Lavita und Ronja Bo. Glaube ich, ist schwierig. Auch Kyra Greenwood. Dann sehe ich uns eher an vierter Stelle. Okay, also du hast deine Favoriten auch schon genannt. Sechstes Rennen und startet der V7 Plus Wette mit dem Jackpot in Höhe von 12.000 Euro, 35.000 Euro als Garantie. Und ich glaube, beide Pferde aus eurem Stall müssen hier auf den Schein. Die Rede ist von South Carolina Ass und Quasett. Der eine startet unten, der andere startet oben. Und ich glaube, ihr habt gute Chancen, obwohl ich auch Bock habe auf Whispering Angel. Ja klar, Whispering Angel ist ein sehr gutes Pferd. Die letzten beiden Formen sind natürlich nicht so, aber davor war natürlich, ist sie nur 13er Zeit fast gelaufen. Und ich finde es ein sehr gutes Pferd. Aber wir haben auch zwei gute Pferde drin und ich fange mal an mit South Carolina, hat natürlich eine sehr gute Nummer. Letzte Start, sie waren sehr gut und ich werde da drin auch offensiv angehen und hat gut gearbeitet, dus ich bin sehr positiv. Sehr schön. Und die 8 Korsett jetzt ohne Eisen wahrscheinlich auch stärker als in Gladbach zuletzt. Auf jeden Fall. Aber die 8 ist natürlich nicht so schön. Vor allem mit schnellen Anfängern an der Innenseite. Mhm. Glaube ich, muss sie auf dem Platzfeld sich einreihen, denke ich. Und ich glaube, mit Whispering Angel und South Carolina mit an der Innenkante wird es schwierig, nach vorne zu kommen. Okay, also schönes Rennen, auf jeden Fall die Entlastung hier für die vierjährigen Stuten. 7. Rennen, ein Hauptlauf wieder für dreijährige Hengste und Wallache und ein Pferd, was für Furore sorgt und eigentlich viel mehr verkauft gehört als Star ist Aladdin mit dem wundervollen Namen für das Gestüt Idee. Ein Pferd mit 6 Starts, 6 Siege, du hast ihn oft gefahren. Ein Traum von Pferd, oder? Ja, wirklich ein Traumpferd. Macht alles, was man will. Der geht aus der Deckung, der geht von vorne.
macht alles, hat viel, ganz viel Luft und Geschwindigkeit und ja, super fährt, um mitzuarbeiten. Und das sieht auch sehr gut aus, das Rennen. Wäre das wahrscheinlich auch der letzte Start in diesem Jahr für ihn? Ja. Der macht diesen Start noch und dann kriegt er seine wohlverdiente Winterpause und dann hoffentlich, dass er nächstes Jahr gesund und munter wieder dabei ist. So, dann habt ihr noch den Seriensieger Klaus von Herten, der nur Einsen zu stehen hat, und Black Heuveland. Du steuerst Black Heuveland rechts herum besser als links herum. Ist eigentlich kein Unterschied. Nein? Wenn ich, Okay. nein, 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 nein. Eigentlich beide Seiten gut. Ja. Und Black Heuveland, letztes Mal hat er sich in Front ein bisschen müde gelaufen. Erst Kilometer war vor schön ein bisschen zu schnell. Dann wurde die letzte 200 Meter die Beine ein bisschen schwer. Hat gut trainiert. Ich glaube, natürlich alle Rennen ist hier das Pferd natürlich, aber dahinter sehe ich ihm schon, dass er 2-3 sein kann. Okay, Klaus von Herten wahrscheinlich ähnlich, wa? Auch wenn er jetzt ein bisschen zunehmend in andere Klasse kommt. Genau, aber ich traue ihm auch ein 14 Zeit, 13 Zeit zu. Das, ich glaube, ja, Klaus wird sich nicht abschütteln lassen. Okay, schönes Rennen auch mit Lingo Dor. Der hat auch wahrscheinlich eine gute Karriere vor sich, dass der hier vielleicht noch für die Platzierung euch ein bisschen ärgern möchte. Achtes Rennen, die zweijährigen Hengste und Wallache. Und ich schaue mal kurz durchs Starterfeld. Ihr seid nicht dabei mit Fragolino Rosso hier als Favorit, der wirklich stark gewonnen hat in Hamburg-Barnfeld. Gegner wahrscheinlich Allmann, dahinter Aurelio, Waterloo und Monticello. Weiter geht's dann mit dem 9. Rennen. Hier ist Yin Yang favorisiert und ihr habt die Startplätze 1 und 2, Stanley und Vamos CD. Fangen wir an mit Stanley. Wie sehen die Chancen dort aus? Ja, Stanley, die 1 ist okay. Ist natürlich gegen diese Pferde, gegen Yin Yang, Goldfinger. Und ist dann natürlich Gustav Links. Sind natürlich alles gute Pferde. Wenn hier unter die ersten 5 ist, dann sind wir sehr zufrieden. Okay, Vamos CD war zweimal unter euren Obhut siegreich. Zwei Starts, zwei Siege, besser geht's nicht. Aber man muss auch sagen, die Rennen waren einfacher als das Rennen hier am Sonntag. Ja, das stimmt. Und der lässt sich gut an, trainiert auch gut. Aber jetzt muss man gucken, wie er sich schlägt gegen diese Pferde. Aber ja, wir sind gute Dinge. Aber ich glaube, für ihn ist unter die ersten 3 möglich. Okay. Was sagst du zu Yin Yang? Ich meine, es ist schwierig, fast ein Jahr nicht gelaufen. Jetzt hat er eine Wiederquali gemacht, war, glaube ich, Dritter hinter Carlo Forte Font und Schild Wildhagen Ja, ist ein guter Franzose da, ja. mit dem guten Franzosen, ja. Ja, und Sie können es ja ja. mal googeln, Dennis Kaum kann das in die WhatsApp, in die Kommentarzeile schreiben. Nee, aber den Quali habe ich gesehen. Da war der ganze Weg hohes Tempo in der Quali. Der ging das auch gut mit. Musste dann zum Schluss ein bisschen abreißen, aber trotzdem denke ich, dass er hier in guter Form ankommt. Okay, Gustav Links wahrscheinlich auch gut, denn Erwin hat seine Pferde gut im Schuss. Ja, auf jeden Fall. Die sind sehr gut in Schuss. Okay. Gesundheit. Danke. 10. Rennen, Hauptlauf für vierjährige Stuten und wir sind natürlich glücklich, dass wir die Derby-Siegerin dabei haben. Die Rede ist von Nordholanda. Sie lief vor einer Woche in Wolvega und das war mehr ein Walk in the Park. Da waren es auch nur vier Pferde, aber Michel hatte das Gefühl, der kann losfahren, wann er möchte. Ja, das war sehr imponierend. Den Vorlauf schon von der TCT und danach wieder. Das Pferd ist einfach auf 110% und ja, natürlich sehr schwer zu schlagen. Ja, Michel hat in einem Interview auf jeden Fall gesagt, habe ich gelesen, auf einer grünen Wettplattform, dass sie weiterhin gut trainiert hat. Sie ist sehr gut drauf und er geht von einem Sieg aus. Er kann
sich überlegen, wann er losfährt. Aber ihr habt natürlich 1, 2, 3, 4 Pferde in diesem Rennen. Natürlich sagt jeder, ihr werdet euch jetzt die Taktik zurechtlegen, um versuchen, Nordholanda zu schlagen. Gut, ihr könnt natürlich nicht 4 Pferde nebeneinander fahren. Das sieht für den Zuschauer etwas doof aus. Ja, aber ist natürlich auch so, waren 4 Pferde drin. Aber von unterschiedlichen Besitzern. So ist ich es. Ich glaube, der eine Besitzer wird sich nicht freuen, wenn sein Pferd geopfert wird von einem anderen Pferd. Und der Beste soll einfach gewinnen. Und wir fahren jeder hier sein eigenes Rennen. Und dann hoffen, das beste Ergebnis rauszuholen. Und ich glaube, das beste Ergebnis wird jetzt sein, den zweiten Platz. Und da muss man sich auf konzentrieren. Ja, wahrscheinlich, wenn sie glatt geht. Ich würde sagen, Nike ist momentan das stärkste Pferd von diesem Quartett. Ja, würde ich nicht sagen. Okay. Ich glaube, Ex-Mess-Ass hat letzter Start sehr gut gelaufen. Ja. Die ist rechtsrum wel een beetje besser wie linksrum. War dritte im Super Derby. Cosmea, letzte Mal war enttäuschend, aber da war sie nicht 100%. Hat sie einen kleinen Infekt gehabt. Mhm. Und das ist wieder weg. Und sie trainiert gut. Wenn sie anknüpft an die letzte Leistung von Wolfga, dann traue ich ihr auch ganz viel zu. Nike ist gut drauf, hat lange nicht gelaufen, aber gut trainiert. Das sind wir auch sehr optimistisch. Noble Rush Playful auch, gibt ihm ihr Bestes. Muss natürlich ein bisschen Rennen kriegen mit Start Nummer 6. Ja, das ist ein bisschen die Frage. Aber das ist alles, glaube ich, um die Plätze. Nordholanda steht hier natürlich drüber aus. Okay, 11. Rennen. Nochmal ein Hauptlauf hinterher für die Vierigen Hengst und Wallache. Fotobox, Mann, ist der über sich hinausgewachsen. Mit dir auch im Finale, vor 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, wer hätte das gedacht, dass du Zweiter wirst mit Fotobox? Ich glaube, den hättest du einen Vogel gezeigt. Ja, gut, da habe ich natürlich nicht wirklich mit gerechnet. Aber er wurde eigentlich über das Jahr über immer besser. Und ja, dann haben wir gemerkt, oh, der fängt jetzt doch wirklich an, sein Geläuf gefunden, hatte nicht mehr die Probleme, dass er auseinanderfiel. Und ja, der ist ganz klein, aber hat ein sehr großes Herz. Und das ist am wichtigsten. Der will laufen und ich glaube auch, das war natürlich mit Nummer 1 ein optimales Rennen. Ich konnte immer schön hinterherfahren und dann auf die letzten Meter was einsammeln. Da hat er super gemacht. Ja, das glaube ich. Du steuerst selber Man of Steel für Johnny Westenbrink. Den steuerst du eigentlich immer, wenn du Zeit hast. Wie sehen die Chancen dort aus? Ja, gut. Der hat natürlich auch letzte Woche noch gelaufen gegen Nordholanda. Und da hat er sehr gut gelaufen. Und ich glaube, wenn alles passt, dann können wir unter den ersten 5 sein. Okay. Wer wäre dein Sieger in diesem Rennen? Ja gut, Fotobox muss man natürlich mitnehmen. Nevai OMR finde ich ein sehr gutes Pferd. Aus Chicago. Mhm. Und Zoom Diamant, wenn er in Topform kommt, natürlich muss man ihn nicht vergessen. Ja, laut Aussage von Andy Schwarz war er im Vorlauf krank gewesen und dann natürlich jetzt die Startpause. Ärgerlich, wenn man das genau in diesem Derby-Vorlauf hat. 12. Rennen, letztes Rennen der Breeders' Crown 2024 aus Klang und du steuerst Luan de Belloway, muss ich sagen, hat sich in Gelsenkirchen angekündigt aus der zweiten Reihe. Ich habe ein bisschen Mumm, dass du das Rennen auch gewinnen kannst. Was sagst du dazu? Ja, ich habe eigentlich gedacht, letzte Woche, ich gewinne das Rennen auch in Gelsenkirchen. Mhm. Aber war vorher sehr gayfreudig, um es so mal zu sagen. Wenn er seine Energie ein bisschen vor das Rennen sparen kann, glaube ich schon, dass er weit vorne sein kann. Aber der muss gut zu handeln sein. Gut zu handeln ist er eigentlich immer Isadora Newport, denn die gibt nie schlechte Resultate ab. Jetzt ohne Eisen ist sie wahrscheinlich noch ein bisschen stärker. Startplatz 8, aber sie kann ja höllisch anfangen, oder? Ja, genau. Sie kann sehr gut anfangen. Aber die 8 ist natürlich dann trotzdem lieber eine innere Nummer. Aber wir haben die 8. Und
Ja, ich glaube, der wird auch losfahren und dann, ja, Ja, ich weil die sag anderen, die auch. da drin sind, nicht gut starten. Pogba kann nicht gut starten. Brandy Simoni startet am Sonntag auch nicht gut. Camino auch meistens aus dem hinteren Gefilden. Und ich glaube, Montserrat Burcu habe ich auch noch nicht an der Spitze gesehen. Also ich denke, dass auch du schon losfahren kannst mit der 7 so ein bisschen. Und dann seid ihr relativ früh 1-2 im ersten Bogen. Ich glaube, ich habe auch keine Wahl, um ruhig wegzufahren, weil der wäre von selber sehr los. Aber ich glaube schon, dass du recht hast, dass wir sehr schnell weit vorne zu finden sind. Super. Wunderbar. Vielen Dank, Robin, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war's schon, liebe Zuschauer. Knappe 45 Minuten sind wir durch hier mit unserer Breeders' Crown Vorschau. Samstag nach den Rennen gibt es noch ein Get-Together im Teehaus, wo man das Tanzbein schwingen kann. Da sehen Sie dann auch Robin Bott. Fragezeichen? Oder muss man sich konzentrieren auf den nächsten Tag? Ich glaube, er wird konzentriert auf den nächsten Tag und ich glaube, wenn ihr am Tanzen sind, sind wir noch mit die Pferde zugange. Also, das ist meistens der Fall. So ein Renntag, der ist nicht nach dem letzten Rennen vorbei. Da wird alles abgewaschen. Vielen Dank, Robin. Ich wünsche dir ein schönes, erfolgreiches auch Wochenende. Wir sehen uns morgen früh schon bei den Interviews und ja, schönen guten Abend. Danke. Breeders' Crown Meeting 2024. Samstag und Sonntag auf der Trabrennbahn Mariendorf. Adrenalin pur mit spektakulären Rennen und einem kostenlosen Kinderprogramm. Genießen Sie ein exquisites Buffet im Panorama-Restaurant und feuern Sie Ihren Favoriten an. Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr auf der Trabrennbahn Mariendorf. Infos und Tickets auf rennbahn-berlin.de. Eintritt frei bis 18 Jahre.